So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angespiel Tower Crush heute am Start. Ich habe schon wirklich sehr oft gesehen auf diesen ganzen Startseiten von Apps und sah eigentlich total interessant aus. Und ich würde sagen, wir probieren das einfach mal und gucken, was hier so abgeht. So, wir haben einen Status mit Level und Punkten, einen Shop. Okay, der Shop ist also für Münzen. Wir haben aktuell 1000 Münzen und wir können dann später Maschinengewehr kaufen, aufrüsten, eine Kanone, Flammenwerfer, Raketen und Laser und Etagen hinzufügen. Aber ich würde sagen, bevor wir das jetzt machen, starten wir doch einfach mal die Kampagne und gucken, was jetzt so hier über erwartet. Tippe zur Auswahl auf eine Etage. Tippe auf die generische Etage, um dein Ziel zu wählen. Du kannst mehrere Etagen auswählen. Werte den Turm im Shop auf. Okay, relativ easy. Das heißt, wir sollen unseren auswählen und sagen, was er angreifen soll. Okay, er greift sogar die ganze Zeit an. Wunderbar. Und der greift jetzt den Gegner hier die ganze Zeit an. Oh, da wurde was eingefroren. Wir können natürlich auch sowas einfrieren nehmen. Ich glaube, das muss man aber irgendwann bezahlen. Sicherlich später im Laufe des Spiels. Hat man bestimmt nur am Anfang ein paar Gratis-Dinger. So, wir haben 1092 Münzen und wir könnten theoretisch das Maschinengewehr aufrüsten. Bam, und jetzt hat es halt ein bisschen mehr Schaden bekommen. Ausstatten. Achso, guck mal hier, ich habe halt keine Etagen mehr frei. Ich könnte eine Etage ausbauen, ich kann allerdings auch die Kanonen und so weiter bauen. Ich kann das bauen, das bauen, das bauen. Ich kann so viel bauen. Und wir haben 15 Punkte bekommen. Badadam. Was ist denn, wenn das zu weit hinten... Ah, machen wir hier, weiß ich nicht, keine Ahnung. Haben uns beide eingefroren. Okay, man kann doch, also es kostet nichts. Das sind einfach Skills, die man halt immer wieder benutzen kann. Ah, wird knapp, wird sehr knapp. Ich glaube, er gewinnt. Leider. Ganz knapp. Allerdings haben wir trotzdem 60 Münzen bekommen und jetzt könnten wir theoretisch weitere Etagen hinzufügen. Hier nochmal eine Etage und da können wir halt noch weiteres dann hinsetzen. Ein Flammenwerfer. Hier. Ja. Man kann die sogar noch ausbauen. Das heißt, es gibt wahrscheinlich noch mehr Leben dazu. Was haben wir hier noch? Eine Rakete. Na, warum denn nicht, wa? Starten wir noch einfach mal aus und gucken, wie es jetzt so läuft. Einfach mal alles auf das Unterste. Und eine Rakete. Bam. Ja, komm, ruf da. Bam. Boah, so wird sogar ein bisschen geheilt. Hier kann man auch ein bisschen heilen. Und den Gegner easy besiegt. 94 Münzen und 3 Punkte, glaube ich, haben wir bekommen. Muss ich jetzt mal so denken? Ja, zack, weg damit. Patsch. Ich glaube, das Ding kann man nicht einfach irgendwie wegstoßen oder so. Man muss einfach... ja, kaputt. Ganz kurz Hauptmenü. 95 und 4 Punkte, glaube ich. Nee. Ach so, Level 4 haben wir erreicht. Okay, was bringen uns die Levels? Ich glaube nichts, ne? Komm, wir haben noch viel mehr Waffen. Ein Laser, eine Tesla-Spule und dann haben wir hier noch das Plasma. Was haben wir hier noch? Hölzerne Etage, steinerne Etage. Metallisches Etage. Das sind, glaube ich, die. Ja, das sind, glaube ich, die Etappen hier. Stein, Metall, Halbgolden und Golden. Und diese ganzen Skills hier, die es halt gibt. Heilkraft, kann man ganz kurz jemanden heilen. Verteidigt ein einziges Stockel für ein paar Sekunden, dann kann man die Gegner einfrieren, vergiften. Ein Gewitter, ein Tornado und Feuerregen. Also die ganzen Upgrades könnte man ja machen. Oh. Mehr haben wir hier erstmal nicht. Erstmal müssen wir neue Münzen sammeln. Kampagne kann man so weitermachen. Bam! Und hier oben seht ihr immer, hier ganz oben lädt sich dieser kleine Balken da auf. Level 5. Hier oben dieser Button lädt sich da auf. Okay, jetzt haben wir es mal Werbung. Hier, der Button, der lädt sich im Laufe des Kampfes, lädt er sich auf. Oh, der hat auch einen Flammenwerfer. Den müssen wir schnell kaputt machen.
Weiß gar nicht, ob man hier irgendwie einen Autokampf oder so machen kann. Was ich nicht alles selber klicken muss. Aber so kann man sicherlich schon einige Goldmünzen hier verdienen. So, und der Gegner wird natürlich auch immer besser, ne? Kaboom! Er gibt auf. I surrender, hat er gesagt. Na gut, was können wir noch aufrüsten? Wir haben 482, wir könnten eine Etage gleich mal ausbauen. Wir gucken gleich mal, wie der Ausbau aussieht. Aber ich würde wahrscheinlich genauso sein, wie ich denke. Oh, hier, siehst du? Na, er hat schon ausgebaut. Oh, guck mal, die gehen auf meine... Raketen, die Schweine. Na, ich wollte es gerade heilen. So ein Dreck aber auch. Alter, wollt ihr mich verarschen? Das ist ja heftig. Okay. Warum hat er schon die Unbesiegbarkeit? Mach mich für ein paar Sekunden besiegbar. Ich hätte mich natürlich auch voll heilen können. Ich glaube, es wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber... Ist das ein Penner? Ist das ein Penner? Hier, ja. Ja, jetzt geht es halt darum, ne? Wobei eigentlich dürfte jetzt... Ich weiß nicht, ob man den kritten kann. Ansonsten kann man den Kampf jetzt unendlich lange weiterführen. Ey, komm, das ist langweilig. Wobei, ich kann ihn auch gleich einfrieren. Nee, das geht auch nicht. Ich muss mich heilen. Bin doch mal halt. Na. Sie hat einen Anlassgeber benutzt. Okay. Ey, da war los. Oh, die sind richtig auf mein Dings raufgegangen. Auf meine Rakete, was natürlich echt ärgerlich ist. Und die können wir nämlich gleich mal verbessern. Hier. Etage ausbauen. Und bam, jetzt haben wir halt so ein steinernes... Ja, man steigt eine Etage, hat da doppelt so viel Leben mindestens. Wenn es nicht mehr ganz so einfach down zu kriegen. Was haben wir bei Mehrspieler? Bald, okay, gibt's noch gar nicht. Den Mehrspieler-Modus gibt es noch gar nicht. Erstmal das ganze Holzding sollte man kaputt machen. Bam! Oh, die Rakete macht schon ganz gut Damage. Kaboom! Tot. Kaputt. Ja. Und so muss man immer weiter machen. Multiplayer gibt es halt leider noch nicht, schade. Also kann man nur die Kampagne weiterspielen, wobei ich ja auch nicht sehe, wo hier irgendwo mein Ende ist. Wir haben mal ganz kurz so eine Karte zu haben, so übersichtmäßig. Wir können natürlich später noch mehr Etagen hinzufügen, ganz klar. Wähle deinen Helden, Moonis. Der Ork. Der Zauberer. Machen die aber irgendwas, weil ich muss ja Geld, Münzen dafür bezahlen. Ich glaube nicht. Sieht zumindest nicht so aus. Ja, und so kann man hier immer weiter verbessern, immer weiter, immer weiter. 1500 kostet jetzt schon, die auszubauen. Und man sollte die ja wirklich so schnell wie möglich ausstatten und verbessern, die Dinger. Damit die halt ein bisschen nützlicher sind. Okay, meine lieben Freunde, das war's gewesen mit dem Spiel zu Tower Crash. Leider doch nicht so viel, wie ich eigentlich erwartet hätte. Aber gut, sicher mit Multispieler, mit mehr Spielern macht später sicherlich mehr Spaß. Gibt's aber halt leider noch nicht. In der Videobeschreibung auf jeden Fall die Links zum Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal im Spiel wieder. Bis dann, ciao.